Hab ich das? Weiß ich gar nicht. Hast also, du als P eingesetzt? Du hast eben exemplarisch einen Trank erwürfelt und da war Magie drin. Wenn du sagst, ich habe überall Magie eingesetzt, dann ist das so. Ja, also das ist sehr exemplarisch. Ich würde euch jetzt allen Qualität E zusprechen, zwei Tränke, aber. Vielleicht haben unsere Magier die Magievariante. Einbärensaft zu sammeln für unseren. Geht Einbärensaft als Playout? Warum nicht? Also nur die Finger davon lassen. Was können wir für dich einen Einbärensaft? Sind im normalen Trank Würselkraut drin? Im normalen? Man kann sich das aussuchen. Würselkraut und Einbären sind gleichwertige Substitutionen. Also der Würselkraut macht ja den klaren und Einbären. Ja, dann gibst du halt Jalan 2 C-Tränke und der Rest von euch kriegt 2 E-Tränke. Einfach ist das. Ist jetzt unfair, ne? Naja, ich meine, wenn man bedenkt, dass er nur 4 Punkte, 3 Punkte Quali mit der Magie geholt hat, ist eh auf C schon ein bisschen viel, aber mir ist egal. Ja, ich nehme, was er über hat. Musst du aber wieder eine fettere Rüstung anziehen, dann kriegst du auch einen. Das mache ich. Wir gehen gleich bei Eisinger vorbei. St. Thorn, hör mal. Zeit läuft. Grüß dich, ich brauche noch eine Waffe von dem Mann. Oh, ich Stadt, vergessen. Der Wiederaufbau der Stadt scheint ja relativ gut zu laufen. Wir sollten ihn vielleicht daran erinnern, dass es Leute gibt, die seine in ihren gefälligen Fertigkeiten mehr brauchen als Buchschmiede und Handwerker. Benötigt ihr unbedingt die Hilfe oder die Unterstützung von Meister Eisinger persönlich oder nur von seinen Gesellen? Wenn seine Gesellen neuerdings auch mit Indurium arbeiten, reichen die mir auch. Meine Tochter soll eine hervorragende Plättnerin sein. Indurium soll ja sehr, sehr haltbar sein. Man müsste nicht mal eine sehr dicke Plattenrüstung machen, oder? Müsste man nicht. Ich hoffe, man kann. Nun, die Gelenke an der Rüstung, die wir geborgen haben, waren offensichtlicher Müll. Aber ich denke, wenn man die Schultern umarbeitet und den Harnisch so lässt, sollte das mit relativ wenig Aufwand machbar sein. Waren dann natürlich die Dornen herausschneidet. Ja, richtig. Vielleicht eine leichte Platte? So in der Richtung, denke ich, ja. Solange es für mein Schwert reicht. Wir werden wohl mit dem Meister seines Faches sprechen müssen. Mit etwas Glück wird er mit einigen Arbeiten anfangen können, während wir fort sind. Fragen wir ihn. Ja, aber vorher, noch sonst irgendjemand? Müsst ihr noch irgendwas besorgen, irgendwas vorbereiten, bevor wir jetzt Eisinger laufen und dann aufbrechen? Ja, ich wollte schon noch gern wieder mein Schwert weilen lassen. Das ist ein hervorragender Vorschlag, dass wir sollten das alle machen. Sonst noch was? Und Proviant haben wir, nehme ich an. Ja gut, da bin ich jetzt mal von ausgegangen. Habt ihr euren Bogen mitgenommen, damit wir was schießen können? Er steht nach oben, aber ja, wir können ihn natürlich mitnehmen. Aber ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass wir so viel mitnehmen können. Obwohl, mit Abimirs Wagen vielleicht. Wir haben einen Wagen, genau. Wir sollen uns natürlich nicht auf den Wagen verlassen. Na richtig, schaden tut's auf jeden Fall nicht. Also nehmt nichts mit, das ihr nicht entweder tragen oder notfalls zurücklassen könnt. Gut. Dann werden wir momentan relativ leicht im Gepäck reisen. Ja, ich müsste kurz vorher noch bei meinem Kollegen Iolaus vorbei, aber das soll euch nicht weiter bekümmern, das schaffe ich alleine. Natürlich, natürlich. Ja gut, wir müssen ja eh noch alle zu den Tempeln. Oder wollt ihr euch alle eine Chorweihe besorgen? Nein. Nicht zwangsläufig, ich brauche nichts Geweihtes. Ich werde wohl den Herrn Priors um die Weihe meiner Waffe selbst bitten. Zu gegebener Zeit. Nun, ich überlege gerade, wäre es vielleicht noch sinnvoll, etwas Draht mitzunehmen. Draht? Naja. Zum Beispiel für eine improvisierte Angelschnur. Richtig, oder um eine improvisierte Falle zu stellen. Oder es ist halt doch noch etwas anderes als Schnur. Ich würde auf jeden Fall noch ein Ersatzrad mitnehmen für den Wagen. Und wenn wir doch mit einem Wagen unterwegs sind, werde ich wohl mal losgehen und 20 Schritt Hanfseil besorgen. Ihr wisst schon, so zwei Finger dick, zweitklassig.
Ja, verwendbar, schnell wieder loswerdbar. Wie sieht das eigentlich mit unseren Wappenröcken und unseren Insignia aus? Laufen wir da ganz offen rum oder nicht? Nun, warum sollten wir unsere Absichten in der Markt verbergen? Auch wieder richtig. Naja, ich habe gedacht, dann ziehen wir vielleicht nicht ganz so viele Paktierer an, aber eigentlich bringen wir die dann alle um und das ist eigentlich gut. Nee, wir sollten da offen rumlaufen, ihr habt recht. Mal wir eher von den wenigen, die noch reichstreu sind, erkannt werden wollen. Genau, das ist der Grund. Und was die Rabenmunds angeht, nun, die kennen uns ja sowieso. Gut, vielleicht sollten wir alle noch einmal unsere Rüstungen und so überprüfen lassen. Ja. Stiefel erneuern, die Sohlen neu beschlagen lassen. Das Übliche eben an Reisevorbereitungen, dieser ganze Kleinkram. Ich konnte glücklicherweise eine Ersatzrobe aus dem Mannstrahlerturm bergen. Ja, ach, deswegen sitzt die so komisch. Sie hat die richtige Größe, aber... Spannt etwas am Bauch. Nun, die Schultern sind auch ein wenig schlaff. Jetzt, wo ich sag... Habt ihr etwa eine... Tut mir leid, dass nicht jeder von uns maßgeschneiderte Kleidung aus aller anfauner Seite besitzen kann. Ihr habt ein wenig zugelegt, nicht wahr? Ja, ihr habt ein Bäuchlein bekommen. Wollt ihr mit mir zu Iolaus gehen? Er hat... Hattet ihr nicht einen Termin? Ja, und ihr wollt mich sicher begleiten für eine maßgeschneiderte neue Robe, richtig? Warte, Arroganz? Das ist jetzt Magie, nein. Da musst du keine Arroganz würfeln. Er will dir mit Magie eine Praios-Robe umnähen. Aber das hat sie nicht gesagt. Würfel mal Klugheit. Die Arroganz sagt, ich brauche so eine Robe. Und die Klugheit sagt, ich bin zu blöd. Ich sag wow. Und dann sagt er, ja natürlich, und dann ist die Sache geredet. Wow, Junge. Naja gut, wenn er ein guter Schneider ist. Ich hatte es nicht in Erinnerung. Er hat gesagt, er hat sich fortgebildet und ist nun ein wahrer Meister der Schneiderei. Erschwernis incoming. Wie Eldan Gordos ein Meister der Malerei geworden ist. Seht ihr, genau wie Eldan Gorbos, der auch ein nicht magisches Handwerk auf sich genommen hat mit der Malerei. Wusstet ihr, dass er oder seine Bilder sind sogar im Praios-Tempel ausgestellt? Nein, wirklich, das war das also. Ich wusste, der Stil kam mir bekannt vor. Abelmir, neue Rüstung, neue Schwerter, was brauchst du? Was nimmst du mit? Ich würde gern ein besseres Schwert, ein Säbel bei Herrn Eisinger, bei Meisterschmied Eisinger bestellen oder weil sie das Vorrat hat. Weil ich laufe noch mit einem uralten Säbel aus Yolgomak rum. Also auf Vorrat hat Eisinger sowieso gar nichts. Das wird alles handgeschmiedet, aber ja, du kannst sicherlich auch einen neuen Säbel bestellt haben. Schreib mir das einfach mal ins Forum und dann gucke ich mal über den Säbel drüber. Alles klar. Noch irgendwas? Sonst eigentlich nichts. Wie gesagt, ich wollte noch Ersatzrad mitnehmen. Plattenrüstung oder sowas? Aus Eisen? Eine was? Eine Plattenrüstung aus Eisen? Nee. Ich bleib bei meiner alten Lederrüstung. Sonst eigentlich nichts weiter. Alltags. Ja, für mich sind geschmiedete Sachen eh uninteressant. Von daher würde ich natürlich nochmal gucken, ob alle möglichen Reisevorbereitungen getroffen sind, ob alles gut versiegelt worden ist, dass unsere Nahrung auch nicht so schnell verdirbt. Ich würde nochmal nach meinen Kristallen gucken, nochmal nach dem Garten gucken, den ich aufgeräumt habe, nochmal verschiedentliches verstauen, was sich so angesammelt hat. Ich habe ja wahrscheinlich verschiedene Bücher hier. Ja, als Geode hast du natürlich auch nochmal drauf aufgepasst, dass der Ilmenblattvorrat nicht zur Neige geht. Natürlich. Eigene Zucht im Garten hinten, da wo man es von der Straße aus nicht sehen kann. Ganz genau. Ich hoffe, du teilst. Ja, selbstverständlich. Ich würde auch etwas Irmblatt mitnehmen. Natürlich etwas. Ich zeig dir, wie man die besten Zigarren rollt. Oh, sehr gut, sehr gut. Iserun. Ich gehe zu Iolaus, nehme dabei anscheinend die Alan mit. Ich habe nämlich ihm ja versprochen, dass er Maß nehmen darf. Und ich möchte ihn noch darum bitten, mir eine wattierte Kappe zu machen, die in der Form von einer sogenannten Rohalskappe geschneidert wird. Also einer vom Codex Albyricus lizenzierten magischen Kopfbedeckung. Ja, damit läuft Saldor Foslerin ja selber gerne rum. Also wenn schon, dann bitte die Vedakappe, ja? Nein, ich bin keine Druidin. Die Power Gamer würden trotzdem die Widerkappe nehmen. Widerkappe ist tatsächlich auch für Magier da. Ja. Ja, gibt es.
Für Power Game, aber komisch. Ja, ich wollte gerade sagen, nein, also für einen Pfeil des Lichts in so eine geile Rohrhalskappe, das ist schon stylisch. Du weißt nicht schon immer mit zwei Hörnern rumlaufen? Schäm dich. Sowas kann Iolaus bestimmt, gehe ich von aus. Meine Liebste, ich werde dir ein wundervolles Set herstellen. Alles wird perfekt zusammenpassen und man wird dich von Weitem erkennen als den Pfeil des Lichts. Vielen Dank. Also ich kann es kaum erwarten, das anzuziehen, aber eigentlich habe ich ein bisschen Angst, das anzuziehen, weil es wahrscheinlich schmutzig wird wieder. Ein weißer Stoff mit goldener Borte und goldenen Fäden, die da durchgezogen sind. Schmutzig? Nun, ein einfacher Artefaktor könnte das sofort wieder beheben. Ja, das stimmt. Wisst ihr zufällig von einem Artefaktmagier hier in der Stadt? Nun, ich bin ein Theoretiker in der Metamagie. Es sollte kein Problem sein, einen einfachen Artefaktor-Zauber mit einzubauen. Das ist keine schlechte Idee. Ein Artefaktor-Zauber einbauen, vielleicht noch einen einfachen Akkurat, um Risse wieder auszubessern. Ach, ich bin plötzlich so inspiriert. Wenn ihr das könnt, also die Materialien bezahle ich euch selbstverständlich. Das ist ja gar keine Sache. Natürlich. Ich weiß ja zu schätzen, dass ihr Maß nehmt. Aber sagt, wo wir doch gerade hier sind, ihr könnt ja nicht zufällig an der Rumpe, die ich anhabe, ein, zwei winzig kleine Verbesserungen durchführen. Oh, die sitzt ja grässlich, wahrlich. Und grässlich. Am Hintern ist sogar ein Brandloch. Seht mal, genau hier. Ja. Ich glaube, ich bin mal rausgehen und irgendwas Glühendem hängen geblieben. Nun, ja, damit kann ich euch nicht wieder hinausgehen lassen. Also, wahrlich, Jalan, wenn ihr damit kämpft, dann werdet ihr irgendwo hängen bleiben und aufgeschlitzt werden. Das können wir nicht zulassen. Hier ein Schnitt, da ein Schnitt. Ich nehme eure Maße und ich werde euch das wieder zurecht machen. Aber keine Zauberei, nicht irgendwie hier. Sappefaktor, wie hieß das? Ach, ich hab vergessen. Ihr seid jetzt. Natürlich, das lässt sich auch ohne Zauberei machen. Es wird zwar nicht so sauber sein und nicht so. Es wird Nähte natürlich zurücklassen, aber es sollte machbar sein. Dem Herrn Ingerim gefällt es ja auch, ob man ohne Magie sein Handwerk betreibt. Natürlich, natürlich. Eine Sache, die man als Arzt braucht, ist eine ruhige Hand und das Nähen ist nicht so schwer. Das habe ich ja das andere Mal ein bisschen Stoff. Es ist doch alles das Gleiche. Ja, gar kein Problem. Du kannst natürlich Iolaus auch auf die Finger gucken, während er dann da hantiert, weil du ihm nicht ganz vertraust. Er ist zwar ein guter Freund und Held und Kamerad von dir, aber du musst ihn dann so ein bisschen unterstützen und dann mit deiner eigenen Fingerfertigkeit auch helfen, da irgendwas halten. Würfel mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Aber ich Schneidern würfeln? Hast du Schneidern? Dann würfel mit Schneidern. Ich Schneidern. Ja, klar. Dann ich merke aber gerade, da komme ich schlechter mal weg als mit der Fingerfertigkeit, also lassen wir das. Kann ich das Mirakel? Prios-Robe? Nee, ich glaube nicht. Wo ist Schneider? Schneider. Also Schneidern könnte ich. Okay, dann möchte ich mal. Achso, ist das? Er ist halt das Schwert um 7, weil es kein Mirakel Plus ist. So, Mirakel das halt. Wie viel Kammer ist das? 2? 5. Also ein 8 über. Probe. Das sind dann 8 plus 5. Warte, ich muss kurz gucken, ob es 8 oder die Hälfte ist. So eine plus 7? Weil es kein Mirakel Plus Talent ist und entsprechend um 7 Punkte erschwert, weil es ein meinem Kult fremdes Talent ist. Okay, gut. Wow. Aber wir können mal so eine Erleichterung von, ich glaube, 13 Punkten annehmen. Auf die Fingerfertigkeit, aber du leitest ihn auf ein Attribut an. Achso, auf Schneidern, ja dann, gut. Sonst hätte ich jetzt bei einem Attribut dann geteilt durch 7. Ich finde das blöde Mirakel nicht. Wenn ich geteilt durch 7, minus 7. Ja, RKP-Stern halbe plus 5. Also sind wir bei 8 plus halbe, 4 plus 5, 9. Sonst auch noch schöne Erschwernis gegeben, wenn jetzt Iolaus gezaubert hätte. Ja. Du hast gedacht, du hättest mich. Nein! Du hast keinen Schicksalspunkt mehr, ne? Ich hab keinen Schicksalspunkt mehr! Möchte Iolaus einen ausgeben? Ah, ne, Iolaus hat keinen Schicksalspunkt. Gut. Das gibt eine Erschwernis. Also, dann. Aber warum gibt das eine Erschwernis? Ich bin ja trotzdem da. Hast du Eitelkeit? Ich werde euer Wappen mit einnehmen, keine Sorge, aber bitte nicht dahin fassen, da nähe ich gerade. Deine Arroganz wurde nicht befriedigt. Schreib ich mal auf, Arroganz. Warte, warum wurde meine
Egal. Ja, du hast Arroganz gelungen und deine Schneidernprobe hat nicht, also du läufst halt immer noch rum wie ein tobrischer Ritter, sag ich mal. Hey, also die Robe ist gut geschneidet, aber das Wappen, das er selbst mit drauf gemacht hat, das sieht halt komisch schief aus. Tja, was möchtest du denn noch tun? Neue Waffen? Ich möchte mit zu Eisinger. Meine Waffen bin ich mit zufrieden. Ja, die Weihe muss darauf erneuert werden. Aber ich möchte mit zu Eisinger und ich habe jetzt seit längerem schon über eine Rüstungsbearbeitung nachgedacht und möchte mich dann von ihm beraten lassen, ob man eventuell mit ein wenig des Enduriums so eine super leichte, vielleicht Ketten- oder ganz leichte Plattenrüstung herstellen könnte. Mit der man sich gut bewegen kann. Kettenrüstung nein, weil du aus Endurium nicht wirklich Ketten herstellen kannst, aber eine Plattenrüstung kann er euch gemeinsam irgendwann bauen. Also was heißt irgendwann? Er setzt sich dran, er hat sich schon angesetzt. Das Endurium dann zu verhütten muss das nicht mehr, aber dann nochmal wieder einzuschmelzen. Das heißt, der Leichnam ist auch schon begraben, natürlich. Aber er hat die Rüstung schon umgebaut und dann die dementsprechenden Wünsche für das Bandschwert und so weiter angenommen. Das dauert einfach noch, aber er wird das fertigen. Ja, dann gebe ich ihm praktisch eine Bestellung für eine Rüstung. Ja, was für eine Rüstung? Hab's ins Forum. Ja, genau, das bastel ich dann zusammen und berät das noch mit dir, so alles. Genau, schreib das ins Forum, was du dann haben willst und dann, wenn du keine weiteren Dolche oder sowas haben willst. Nun, wenn noch was überbleibt, würde ich natürlich gerne eine Linkhand nehmen. Irgendwann ist so eine Stechrüstung auch aufgebraucht. Also aus Endurium wird da nichts mehr übrig bleiben, keine Sorge, das geht schon alles weg. Ja, also wenn du jetzt noch eine Linkhand haben willst, Rüstung dann noch was überbleibt, dann würde ich halt noch eine verbesserte Linkhand nehmen, weil die Rapiere sind gut, aber die Linkhand halt habe ich noch eine Standard-Linkhand. Auf ihm. Ja, ich gucke auch mal bei Eisinger vorbei, muss hier mein Schwert in Auftrag geben. Nee, brauche hier eine neue Boron-Sichel. Ich habe gehört, Endurium ist gerade im Sonderangebot. Brauchst eine, warum brauchst du ein neues Schwert? Weil ich gern eins hätte. Also einfach ein zweites. Ja, ich hätte gern zweite Boron-Sichel, weil das sieht gut aus auf meinem Rücken und mal gucken, vielleicht schenke ich die dann irgendwann mal meinem Ordensgroßmeister. Boron-Sichel kann er nicht, weil das Problem ist, Boron-Sichel hat Distanzklasse NS und das gibt es halt nur bei den Alanfahnern aus dem Berufsgeheimnis und das kennen nur die. Aber die Boron-Sichel kommen aus Maldana-Waffe, das weißt du. Die Boron-Sichel kommen außerdem auch aus dem Horasreich. Aber die NS-Boron-Sichel, die gibt es nur in Alanfahren. Ja, ist tatsächlich so, gefährdet. Ja, es gibt Boron-Sicheln, aber nicht in NS. Du kannst dann nur auf DKS bekommen. Du hast eine NS-Boron-Sichel? Das sind die Ballernfahner. Aber er hat keine NS-Boron-Sichel, er hat eine ganz stinknormale S-Boron-Sichel. Nein. Ich habe eine S-Boron-Sichel und ich habe einen Waffenmeister, mit dem ich sie auch in NS benutzen darf. Korrekt. Ach so, genau. Gut. Der steht einfach in meinem Halbschwert. Also gut. Er packt das nicht an der Klinge. Ach, dann liegt das an deinem Waffenmeister. Ich weiß nur, dass die Boron-Sichel aus der Anfang in NS ist. Gut, nee, dann kann er dir eine ganz normale Esser machen. Ja, das geht. Okay, perfekt. Und ich möchte ihm mal meinen Schlagring zeigen, ob er mir die genauen Werte dazu sagen kann, weil ich es einfach ganz nie identifizieren. Ja, okay. Kann er dir mitteilen. Okay, danke. Kriegt besonders brutal zu. Woran wird sie aussortieren? Ja, finde ich gut. Ansonsten möchte ich eigentlich auch nur noch mal meine Waffe eben fallen lassen, das alles fertig machen. Willst du noch einen Core-Spieß oder sowas haben? Kann ich eh nicht mit kämpfen, ist viel zu schwer, kann ich nicht tragen. Irgendwann ja, aber nicht heute. Irgendwelche anderen Waffen? Nö, ich bin ja ganz. Ich habe jetzt ja zwei Schlagringe, eine Boron-Sichel, die können kommen. Welche drei Waffentalente hast du denn? Lass mich eben nachgucken. Du brauchst drei Waffentalente, deswegen jetzt die Frage. Drei bewaffnete Veteranenhand oder so. Also, ich habe auch drei Waffentalente, aber die beiden, die ich am günstigsten steigern konnte. Veteranenhand geht nicht, weil das Warte mal, ich habe noch zwei an Diebwaffen und Dolche. Wow, Dolche. Aber mit Dolch auf 7 habe ich dann eine 16. Was für ein Chorgeweih. Also, ich meine, der Schlagring ist cool, aber mit Dolchen kämpfen. Ja, ich kämpfe ja nicht mit Dolchen. Warum hast du nicht wenigstens Infanteriewaffen für den Chorspieß mitgenommen? Weil Infanteriewaffen viel teurer zu steigern waren und ich schon 2000 AP planen muss. Okay, also keine weiteren Waffen. Gib dir noch einen Satz frischer Dolche mit und schick dich dann weg. Ja, ich würde halt noch irgendwie ein bisschen Ausrüstung einsammeln. Also meine Sohlen neu beschulen lassen. Ja, genau. Also die ganzen Verätzungen vom Darai und Romulus und so weiter, kann er dir alles wegmachen, kann er das neu machen.
Gut. Und ich würde auch noch den Magier-Fatzken abpassen, dass er mir bitte meinen Wappenrock nochmal schön herrichtet. Du meinst Iolaus? Ja, oder Eldern, anderen Schneider. Eldern, die Wurst. Sind beides Lappen, aber... Verprügelst du Eldern ein bisschen, oder? Ich würde gerne, aber der verzaubert mich bestimmt, der Sack. Lad ihn ja, in den Fightclub ein. Malt Eldern Gorbas ein Bild von dir? Von Rafim? Glaube ich nicht. Nee, macht er nicht. Stinkt. Stinkt nach Leder und Schweiß. Da sind erstmal ganz andere Leute dran, bevor dieser alte, komische anderen Fahner da dran kommt. Ja, du hast auch gar keinen Bock auf ein Bild. Lange noch stillhalten. Ja. Gut, Jalan. Nachdem ich dann aus dem Besinnentempel wieder raus bin, also mache ich noch eine kleine Besorgung. Ich besorge mir eine wattierte Kappe wieder für einige Silbertaler. Ja, die hattest du ja auch in Rommeles Kopfhart. Richtig. Und die angeschlagenen 20 Meter zweitklassige Sanftseil. Ja. Gut. Schwerter, Rüstung. Natürlich gehe ich dann wie die anderen, da den gemeinsamen Besuch wohl irgendwie gestrichen ist, bei Heisinger vorbei. Da nehme ich nochmal meine Gedanken mit, wie man am besten die Rüstung umarbeiten könnte. Ich habe noch was. Ja. Und zwar die Waffen, die wir gegen den Drachen einsetzen sollen. Was ist da der Status? Wo sind die? Wer hat die? Könnt ihr erfragen, die Kugel. Die Kugel und auch die Wurfaxt sind in Gareth. Die liegen höchstwahrscheinlich. Die hat dann der Torwaller bzw. auch der Ritters, der Ritterkönig Danos von Luring hat die dann. Einmal im Mesinde-Tempel untergebracht und einmal bei Eisinger, weil es halt eine Endurium-Lanze, Finsterfang. Das heißt, die könntet ihr euch mitnehmen, wenn ihr mögt. Kugel, Wurfaxt und Finsterfang. Hattet ihr noch mehr? Nee, das war's. Das war's. Wir haben noch das Katapult, wenn das zählt. Welches? Also ich würde mir dann halt noch den zwei Sachen. Der ist kaputt. Ach, der hat Aldrax bestimmt repariert. Aldrax hat Angbar repariert. Alleine. Guter Mann, guter ich denke nicht, Mann. Dass es sich lohnt, Finsterfang mitzunehmen. Wir haben nichts von können und niemand kann mit war lassen, doch neu gebastelt als mit einem Holzgriff, oder nicht? Was? War Finsterfang nicht die Spitze auf einen Holzgriff gemacht? Ja, das war schon immer ein Holzschaft. Nee, das Ding wurde zerbrochen und dann haben sie es nochmal wieder notdürftig repariert. Ja, aber das ist wieder eine Lanze geworden, damit Danos von Durin gegen Rassasor auf dem Friedhof reiten konnte. Da wart ihr ja nicht anwesend. Danos von Luring hat... Das eine Lanze sein, oder? Ist das eine Lanze? Eine Lanze, ja. Ja, also niemand von uns ist gut, wir haben natürlich... wir haben den Lanzenritter, aber ohne Pferd. Richtig, und mit Speeren kann ich nicht umgehen. Und ableiten von Lanzenreiten ist auch nicht. Und wenn wir das Ding verlieren, bringt uns die Woche und Kirche doppelt um. Also lassen wir es. Und Albrax auch. 7 Jahre Arbeit. 7? Du glaubst ernsthaft, die haben da nur 7 Jahre lang gearbeitet? Moment, haben wir nicht einen Wagen mit einer Balliste? Ja, der Wagen fährt aber mit etwa... Schrittgeschwindigkeit. Können wir die Lanze zum Ballista-Pfeil umbauen? Nein, das Thema hatten wir schon. Nein, wir werden nicht die Endurium-Lanze verschießen. Auch nicht mit dem Seil hinten dran. Aber, dann können wir sie wenigstens nutzen. Motorikus drauflegen und dann zurückholen. Auf Endurium geht das sogar. Du könntest ein Bandschwert draus machen und sie dann mit einem Apport belegen. Moment, kann man Schwere von... Speere kann man doch ableiten von Stäben. Wir haben noch Magier dabei. Belagerungswaffen musst du lernen. Ja, die Magier haben Stäbe auf 7 oder so. Hä? Was lügst du denn? Du Dunkelpreiot. Welche Art Nacht? Schwarzpreiot. Ja, die sind auch richtig gut in Stäbe. Ja, es geht so. In Schwerter bin ich besser. Stäbe habe ich nur 14. Nur 14, als Not oder? Können wir es halt im Magier in die Hand drücken, als Stab. Nein. Du willst doch einfach nur irgendwann mit dieser Lanze reiten, gibst du einfach zu. Also erstmal ja. Zweitens, es ist, warte kurz. Die Kriegslanze hat einen wunderbaren Waffenmodifikator von -2, -4. Und die willst du mit Stäbe 14 führen, was willst du damit treffen? Eine Scheune? Und auch nur in guten Tagen. Eine Windmühle. Zumal wir dann eine riesengroße, eine 3 Meter lange... Drache ist groß. Zumal wir dann eine 3 Meter lange Stange haben, die wir überall mit uns hinnehmen müssen. Ja? Ich kenne mich damit aus, mit langen Stangen zu navigieren, aber das Ding nehme ich nicht mit. Moment, könnte man das nicht auch als Magierstab machen und dann halbes Maß? Wenn du ihn bindest? Richtig, dann würden erstmal die Bindung ihres Stabes auch sich auflösen. Zum anderen müssen Stäbe, glaube ich, irgendwie besonders gearbeitet sein. Also müsstest du am Schaft nochmal rumarbeiten.
Wir können ja einfach die Lanze unten absägen und ich führe das als Dolch. Wir machen das ganz einfach. Ich lerne jetzt einfach schnell die magische Repräsentation, mach mir das als Stab. Du kannst doch Abelmir, du kannst doch Adler schwingen. Kannst du dich nicht in ein Pferd verwandeln? Ja, bestimmt. Ja, also dann habt ihr auch ein Pferd für euren Wagen. Ja. Mhm. Vom Pferde schlechter als vom Pferde. Ich bin dafür, Abelmir beschwört einfach einen Darei, der das Ganze zieht. Mit Darei, bitte, ein Zahn. Nicht so stark, aber cool. So, Finsterfang mitnehmen, ja oder nein? Nein, ich bin für nein. Dann nehmen wir die beiden anderen mit. Die Axt und die Kugel. Und Rafim lernt Ruf Axte. Also ich meine, mit der Axt hauen kann ich. Und wenn hier jetzt noch jemand Wurf Axte lernt, sind wir gut abgeholfen. Und passt die Kugel in der Abalone? Nein. Die war groß und richtig schwer. Die ist groß und bockschwer, ja. Da ist, glaube ich, 50 Stein oder so. Ist die Abalone auch 50 Stein wiegt die Kugel? Ja, die habt ihr damals zu zweit transportiert, als ihr bei Apep wart. Okay, wollen wir die wirklich mitnehmen? Denn wir müssen die mitnehmen, damit wir den verdammten Drang kaputt kriegen damit. Das 50 Stein Kugel können wir kriegen. Wir haben nichts, gegen diesen scheiß Kaiserdrachen irgendwas ausrichten kann, außer die Axt und den Kugel. Wir wollen ja auch nicht so Mordrasser so. Wenn man die Kugel hier lassen, kann man die Axt auch hier lassen. Genau, also entweder nehmen wir beides mit oder nicht. Erstmal wollt ihr nur Answin von Rabenmund zum Kaiser krönen, mehr wollt ihr erstmal gar nicht. Ich hab die Krone. Wow. Hast du die immer noch dabei? Ich kann Alara mir aus meinen kalten, toten Händen reißen. Willst du die Debrek-Krone? Klebst du eine Krone? Willst du die Debrek-Krone eigentlich in Garret lassen? Nein, ich setze die Rohre ja auf. Wenn ich die hier lasse, kriegt sie den Indiansee. Wenn sie den Indiansee kriegt, haben wir verloren. Ja, natürlich. Die hat uns bedroht, die Frau. Die kriegt die Krone nicht. Vor allem, da wir keine Rolls-Krone haben und irgendeine Krone muss sie erhalten. Könnt ihr auch in der Villa lassen? Nein. Dir traue ich damit keine Sekunde lang. Ich kann auch einfach ein Erste-Elementar beschwören, wenn es soweit ist, der eine schöne Krone anfertigt. Wir nehmen die mit. Wenn ich sie verliere, werde ich 7 Jahre Höllenqual allein. Das ist mir wert. Ich würde sagen, wir lassen sowohl die Kugel als auch die Axt hier, weil die Kugel ist viel zu schwer, dass wir die transportieren können. Ja. Wir haben auch keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Ich dachte, die hätte das Format von so einer Kristallkugel. Also mit einer 50-Kilo-Kugel, die Lösung wird nicht sein, die 50-Kilo-Kugel zu dem Mann zu dem Drachen hinzutragen und den damit anzustoßen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Niemand, die wird in irgendeinem Ritual verwendet. Punkt ist jedenfalls, die 50-Kilo-Kugel, vielleicht kann Rafin die in seinem Rucksack mit sich rumtragen, aber auch sonst nichts. Und wie wir bereits festgestellt haben, können wir uns auf den Wagen nicht verlassen. Und zurücklassen können wir die Kugel aber auch nicht. Gut, dann lassen wir die beiden, beziehungsweise die drei Sachen hier. Wir sollten aber ein bisschen Brandöl mitnehmen, damit wir den Wagen notfall in Brand setzen können, damit wir nichts zurücklassen für den Feind. Mann, hast du welches? Hat Abelmir welches gemacht? Ich habe ein Rezept besorgt. Könnt ihr noch eben ein bisschen Brandöl anrühren? Müsst ihr gerade mal gucken. Der Wagen ist aus Holz, ich glaube, der brennt auch so. Denke ich auch. Ein bisschen Lampenöl drauf und anzünden, gut ist. Das ist nicht so cool. Soll ich vielleicht ein Ignisfero draufjagen? Ja, das fände ich super! Ich muss natürlich gegen den Ansatz jeder Magiestrick protestieren, aber ja. Aber das wird natürlich mit dem Fass Brandöl da drin noch viel cooler, dann könnten wir das auch so an so einer Art Rambock einsetzen für Begraben und wir schieben einfach unseren Wagen davor und dann jagst du da ein Ignisfero rein. Wir könnten das Brandöl vorher segnen. Kannst du nicht noch so ein bisschen Sonnenlicht-Elixier klar machen? Ich habe noch Sonnenlicht-Elixier, aber ja, ich müsste welches klar machen. Das wäre nämlich mal nützlich. Ich gehe mal schnell im Tempel vorbei. Hast du einen guten Ruf oder so? Ich habe schlechten Ruf. Ah, Mensch. Reifenmund? Nee. Den gibt's hier nicht. Wenn ich erstmal Rohanga zurückbringe, werden die sich umgucken. Also ansonsten steige ich jetzt wirklich Alchemie, weil von Abelmir kriege ich das nicht. Es ist ein ganz hartes Berufsgeheimnis. Ja, dann steige Alchemie. Kannst du Sonnenlicht-Elixiere selber brauen. Du hast einen Deal. Also das Rezept kriegst du, aber eigene Rezepte? Nee. Kann man Mannstaub auch selber herstellen? Was braucht man dafür? Nicht viel. Ist teuer, aber nicht viel. Ist relativ simpel. Also zermahlener Blaubeersalz und ähnliche Zutaten. Oh, ekelhaft. Ja, Blaubeersalz ist ein bisschen teurer, aber ist ja nicht so viel, was man da braucht.